Ja gut, aber ich meine, wenn er 2000 einbringt, dann ist das eigentlich schon brauchbar. Ist er jetzt nicht magisch oder so. Von daher bezweifle ich, dass der da groß was wirken kann. So, Cell. Ups, da war er, glaube ich, eben. Staff of... Oh, 850, wie kläglich. Na ja, naja, gut. Dann bye. Da ist er, Book of Stone Curse. Jawohl. Macht uns eine ganze Ecke ärmer. Oh, Zaubererlernen bringt also auch Mana. Glaube ich. Hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal festgestellt. Stone Curse, wo ist der denn? Stone Curse. Der bringt, ja, so irgendwie nichts. Schade. Also eine Bedeutung wäre jetzt nicht schlecht gewesen, aber ich glaube, 2 Sekunden hält der fest oder so. Staff Recharge Skill. Ja, das hatten wir ja am Anfang schon mal ausprobiert und das ist ja auch kläglich in die Hose gegangen. Ach nein, wir brauchen noch eine Mana Potions. Bye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe nicht mitgezählt. Sagen wir mal genug. Gut, wir machen die 4. Reihe auf. Damit könnten wir eventuell mal ein Stückchen länger unten bleiben. Das Gold liegt dann noch schön da vorne. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir das auch dann direkt mitnehmen. Ich glaube, das sind hier nur noch 2 Haufen. Und wir müssen aber nicht Gefahr laufen, dass das Gold auf einmal nicht mehr da ist. Denn Ogden ist ja, glaube ich, auch so ein kleiner Spitzbube. Ach, dann sind es halt 3, was soll's. Einer geht wahrscheinlich sowieso direkt drauf. Also, von trinken. Dann haben wir da wieder Platz. So, eins dahin, eins dahin. Das da dahin. So. Ich bin nur überlegen, ob wir nicht vielleicht den Golem direkt mal herbeirufen oder ob wir uns den womöglich aufheben sollten. Das ist jetzt schwierig. Gut, ab zurück nach unten. Down zu Level 13. So, jetzt muss ich mal kurz durchschalten, damit ich nicht auch weiß, wo die ganzen Sachen waren. Also die beiden sind unsere Hauptskills dann. Okay, wir sind also noch in der Höhle. Gewesen, gewesen. Ich hab Angst. Ich will hier nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Aber schon mal aufgefallen, wie interessant das aussieht? Also hier sind wohl... Du hast wohl... Ja, super. Okay, probieren wir es mal damit. Ups, das war der falsche. So. Jetzt mal ganz ehrlich, das geht alles durch und durch. So, dann hauen wir dich da mal irgendwie zu Brei. Müsste denn nicht eigentlich extrem viel Schaden bekommen durch die Blitze? Great Sword. Ich sag's ja nur ungern, aber das könnte durchaus interessant werden hier unten. Ja. Ich glaube, wir werden mehrmals drauf gehen. Und wir sollten möglichst bald ein Level abbekommen. Sonst segnen wir das Zeitliche eher als ich dachte. So, und den guten. Danke. Also, wir verbrauchen einen Mana-Trank. Auf jeden Fall. Oh, bad thing. Okay, ein großes Schwert.
Gut, was erwartet uns noch hier hinten? Rechts unter mir brummt schon wieder. Ah, die Kiste! Mal ganz ehrlich, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das sind zu viele. Und wie viel hält das Vieh bitte aus? Achso, das war's schon. Okay, vielleicht bin ich auch einfach nur zu panisch und verballer deswegen viel zu viele Mana-Tränke. Bin ich mir jetzt persönlich nicht so ganz sicher. Ich habe das. Oh, Schreck. Ah, da liegt ein Bogen. Schön. Ja, super. Leute, könnt ihr mal in einer Reihe bleiben? Ich will euch töten. Das geht sonst nicht. So. Da liegt noch eine Lederrüstung. Schön. Was hat die denn so? Ups. Nein. Wo ist er? Da ist er. So, den trinken wir. Wow, wir haben nichts groß erkundet und sind schon out of Mana Potions. Er spricht jetzt entweder nicht zwangsläufig für mich als Spieler oder wir sind einfach nur volle Kanne unterlevelt für hier unten. Wobei ich durchaus beides für cool. Treffer? Treffer? Ich halte beides für durchaus plausibel. Das sind eindeutig zu viele. Das sind viel zu viele. Ja, da liegt ein Buch. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist das? Steel Tome. Moment. Safe. Wir haben noch einen abbekommen. Dann werde ich jetzt mal kurz hier umräumen und versuche da hinten jetzt noch das Gold zu holen, bevor ich das Steel Tome jetzt aktiviere. Und davor save ich am besten auch nochmal. Hier ist Gold. Das wollte ich. Ist da noch irgendwo was? Nein, das waren die letzten, die abgekratzt sind. Also sieht ja schon so ein bisschen lecker aus. Erinnert mich. Also okay, das ist jetzt. Das sieht aus wie die Zettel an der Kasse. Diese Bonzettel. Diese Guthaben, diese Getränkerückgabe-Bons-Dinge. Wo man da den bestimmten Betrag dann an der Kasse abgibt und dann weniger zahlen muss. Diese komischen Stechplättchen da, keine Ahnung, diese Nagelbrettchen. Ich weiß nicht, wie die Teile heißen. Aber sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als ob der da drauf gehört für solch ein Gerät. Genauso wenig wie der da. Lecker. Aber die hier. Na hey, gut, ich meine, was finden die alle an der Höhle so schlimm? Die hier beiden sehen hier aus wie aus dem Astronautentraining. Die hocken da auch immer in so einem komischen Kreisel-Dingenskirchens da. Also, die machen hier nur ihre Astronautenübungen. Und da muss man auch mal kopfüber hängen. Auch wenn es in Stacheldraht ist. Aber das kommt auch mal vor. Ich meine, das sind ja schließlich schwere Belastungstests. Okay, safe. Und was ist das? The armories of hell are home to the warlord of blood. In his wake lay the mutilated body. Entschuldigung, muss ich mal kurz abbrechen. Wir stehen nämlich schwer unter Angriff. Safe. Nochmal. The armories of hell are home to the warlord of blood. In his wake lay the mutilated bodies of thousands. Angels and men alike have been cut down to fulfill his endless sacrifices to the dark ones, who scream for one thing: blood. Ja, klingt doch schon mal schwer einladend für die Hölle. Schön. Ein wunderbares Träumchen. Hier möchte ich sein. Definitiv. Na,
Ich lasse es lieber. Bevor wir gleich drauf gehen, direkt nochmal nach oben. In der Hoffnung, dass die Biester da nicht auftauchen, direkt an der Tür. Wir haben einen Haufen Zeugs gefunden. Haben wir wenigstens. Ach du liebe Himmel, die geben mir richtig Erfahrungspunkte. Entschuldigung. Es sind ja wahrscheinlich auch durchaus Leute dabei, die weniger was mit solchen Spielen zu tun haben. Also sollte ich meine Sprache diesen Leuten auch mal anpassen. Also Erfahrungspunkte, ja, das sind diese Dinge, das ist das, was man bekommt, wenn man die Monster tötet, ne? Wow, das ist hui, caramba. Sieht ja, hui, schönes Ding. Könnte man gut gebrauchen, wenn wir entsprechend dafür gerüstet wären. Cell. So, den Shortbogen, also den Kurzbogen, den Plate. Ivory Sword of Vigor. Mein Meister. Kann auch weg. Und Armor of Deflection. Ja. Wir machen ja. Wir sind bei 30.000 Gold. Alle die Waldfee. Naja, waren bei 30.000 Gold, Entschuldigung. Dann genehmige ich mir mal kurz den da. Joa, ist doch wieder ein bisschen was, ne? Kann man lassen. Okay, dann rennen wir nochmal zu der guten Adria. Denn die durchaus reizende Herzensdame von Griswold. Haha, nein. Die nette Frau. Hat ja. Oho, wir haben eine neue Quest. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach, das ist ja. Ach, das ist eine Quest? Och, wie süß. Ja, dann fragen wir die gleich mal. Ich möchte nur noch mal kurz hier etwas einkaufen. Ein bisschen. Ein bisschen mehr. Ich habe nämlich. Nicht Elixir of. Was ist denn Elixir of Magic? Steigern wir damit unsere Magie oder was ist das? No required attributes. Cover. Ich sag's mal so, wir haben es ja, ne? Nehmen wir mal mit. Scroll of Healing. Book of Firewall. Nee. Warrior Staff of Guardian. Nee, brauchen wir auch nicht. So, was bist du? Yeah! Increase Magic! Cool! Dann kaufe ich aber gerade nochmal 4 Stück ein. Das waren, glaube ich, 4, wenn ich mich nicht verzählt habe. Jawohl! So. Hoffentlich ist das dann auch permanent. Ich save erstmal. Mal gucken. Jetzt wenden wir das mal an. Um einen Punkt. Naja, naja. Es ist, naja. Man kann's. Man muss es nehmen, wie es kommt, ne? Okay, talk to Adria. His prowess with the blade is awesome, and he has lived for thousands of years, knowing only warfare. I am sorry. I cannot see if you will defeat him. Okay. Gut, es ist unklar, ob wir den Kampf gegen den Kollegen gewinnen. Ist ja auch schon mal sehr vielversprechend. Wir werden sterben. Gut. Aber wir wissen, dass wir eine Quest haben. Das ist interessant. Finde ich toll. Fragen wir nochmal Griswold. Oh, what can I do for you? Dark and wicked legend surrounds the one warlord of blood. Be well prepared, my friend. For he shows no mercy or quarter. Okay, also kein Erbarmen und so, ne? Hello, Kane? Was hast du denn zum Demon Warlord of Blood zu sagen? Speaks of such a warrior as you describe. His story is found within the ancient chronicles of the Sin War.
stained by a thousand years of war, blood, and death. The Warlord of Blood stands upon a mountain of his tattered victims. His dark blade screams a black curse to the living, a tortured invitation to any who would stand before this executioner of hell. It is also written that although he was once a mortal who fought beside the Legion of Darkness during the Sin War, he lost his humanity to his insatiable hunger for blood. Schön. Ist ja Wundermärchen. Toll. Klingt ja sehr vielversprechend. Oh, wir werden so oft sterben. Aber gut. Sterben werden wir erst in der nächsten Folge, denn hier beende ich die Aufnahme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssili.